für das Galloway Steak von der Salzplanke habe ich den Atago jetzt einmal mit Greekfire vorbereitet. Hierauf kommt dann einmal der Grillrost. Und ganz wichtig ist, die Salzplanke auflegen und erstmal ordentlich vorheizen lassen. Und erst im Anschluss das Gargut auflegen. Damit er ordentlich vorheizt, gebe ich jetzt noch die Umluftkuppel mit oben drauf. Dann bleibt die Hitze besser in der Kuppel und der Stein heizt gleichmäßiger vor. Bis gleich. So, ich bereite jetzt das Galloway Steak vor. Und ich habe mir noch eine kleine Hilfe mitgenommen. Und zwar ist das der Steak Champ. Diesen aktiviere ich einmal, dass er blinkt. Und führe ihn einmal komplett in das Steak ein. So, dass er vollständig verschwindet. Und jetzt kommt das Ganze auf dem Grill. Die Salzplanke ist auf dem Atago vorgeheizt. Und jetzt ist Zeit, das Steak aufzulegen. Man hört, wie schön es zischt. Das Steak ist komplett unbehandelt, ungewürzt. Salz würde ich jetzt auch nicht dazu packen, weil es ja auf der Salzplanke gegart wird. Und jetzt nehmen wir den Steak Champ zur Hilfe und garen das von beiden Seiten gleichmäßig an, sodass wir das Medium Rare rausbekommen. So, nach ca. der Hälfte der Garzeit ist es Zeit, das gute Stück einmal zu wenden. Und nun heißt es wieder warten. So, der optimale Zeitpunkt für unser Steak ist gekommen. Wir sehen vorne den grünen Doppelblitz. Zeit für mich, das gute Stück jetzt einmal herunterzunehmen und noch ein wenig ruhen zu lassen. Der Steak Chip zeigt an, dass die Ruhephase beendet ist. Also nutzen wir unsere Ziehhilfe. Dann ist es auch Zeit, den ersten Anschnitt zu wagen. Ein Stück schön medium rare. So kann der Tag weitergehen. Viel Spaß beim Nachkochen.